Alter, wer hat sich denn den Scheiß schon wieder ausgedacht? Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich weiß schon, dass die meisten jetzt wahrscheinlich denken werden, hey, schon wieder ein Video? Du hast doch erst vor kurzem eins gemacht. Ja, das stimmt doch. Aber ich bin gestern auf etwas gestoßen, was ich euch unbedingt mitteilen möchte. Wie ihr im Titel bereits lesen konntet, geht es heute um den Hashtag SaveYourInternet. Ich habe von der ganzen Thematik gestern Wind bekommen und habe daraufhin auf Instagram auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob ich sehr viel bewirken kann, aber gemeinsam können wir es, Leute, weil wenn dieses Gesetz durchgesetzt wird, dann könnte es wirklich sein, dass nächstes Jahr alle YouTuber, die nicht zu Konzernen gehören, gelöscht werden. Und ich denke, das wollen wir alle nicht. Also, lasst uns was machen. Aber dann habe ich mir gedacht, da ich ja einen YouTube-Channel besitze, sollte ich euch auch hier darüber informieren. Und für den Fall, dass einige diesen Hashtag noch nicht kennen, erkläre ich es einmal kurz. Und zwar plant die EU im Frühjahr 2019 ein Gesetz zu veröffentlichen, das den Namen Paragraph 13 trägt. Stark vereinfacht könnte man sagen, dass dieses Gesetz regelt, dass alle Webseiten, auf denen Nutzer irgendetwas hochladen können, jetzt für diese Inhalte strafbar gemacht werden können. Will meinen, Snapchat, YouTube, Facebook, Instagram, all diese Websites werden dann ein großes Problem haben. Im Grunde kann es nämlich durch dieses neue Gesetz dazu kommen, dass wenn ihr zum Beispiel im Hintergrund eines eurer Snaps oder Stories oder YouTube-Videos irgendeine Musik laufen habt, selbst wenn ihr nicht mal bemerkt habt, als ihr aufgenommen habt, dass diese Musik läuft, dass der Creator dieser Musik die Webseite selbst verklagen kann, weil sein Song verwendet wurde. YouTube, Instagram und all die anderen Websites, auf denen Nutzer Videos oder Fotos hochladen können, würden so täglich Millionen von Anklagen kriegen. YouTube hätte also keine andere Wahl, als alle YouTube-Kanäle, die nicht zu irgendwelchen großen Firmen oder Fernsehserien oder so etwas gehören, einfach offline zu nehmen, damit sie dieses Risiko nicht eingehen. Das würde unter anderem bedeuten, dass wir alle keine Videos uns mehr anschauen können. Sei es nun Comedy, seien es irgendwelche Vlogs, seien es wissenswerte Dinge, die wir für die Schule brauchen möglicherweise, oder seien es irgendwelche Spasti-Videos, so wie ich sie hochlade. All das wäre weg. Und mal abgesehen davon, dass wir uns nicht mehr das anschauen können, was uns gefällt, oder dass unzählige Leute ihrem Hobby nicht mehr nachgehen können, sind natürlich auch die YouTuber betroffen, die damit ja ernsthaft ihr Geld verdienen. Doch was können wir dagegen tun? Es wurde eine Petition gestartet, welche gegen die Veröffentlichung dieses neuen Gesetzes im Frühjahr 2019 vorgeht. Die meisten Politiker bei der EU wissen nicht einmal, was für Schaden sie mit diesem neuen Gesetz anrichten können. Darum rufe ich euch jetzt alle dazu auf, mal auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken, welcher zu der Petition führt. Wir sind immerhin 292 Menschen, ne? Und wenn auch nur ein paar von uns voten würden, würde das bereits helfen. In der Videobeschreibung findet ihr aber nicht nur die Petition, sondern auch YouTubes allgemeines Statement zu der ganzen Thematik, sowie die Videos von Vic, Creepypasta Punch und Wissenswertes, welche die ganze Thematik sehr gut wiedergeben, da ich weiß, dass ich nicht gerade der Beste im Erklären bin. Das war diesmal ein ganz anderes Video, nichts mit lustig, das ist wirklich ein ernstes Thema. Und ich wollte euch einfach mal Bescheid geben, weil ich denke, dass auch ihr als YouTube-Nutzer davon wissen solltet. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das Video euch gefallen hat, obwohl es um ein so ernstes Thema ging. Und bis zum nächsten Mal, gut, bye!